Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gült. Ja, ich stehe immer noch an dieser Stelle, die mich ehrlich gesagt total wahnsinnig macht. Wegen den Geräuschen alleine. Und wir müssen jetzt wieder zurück, um hier dieses letzte Rad da zu finden. Dieses letzte Ventilrädchen. Allerdings haben wir schon festgestellt in der letzten Folge, dass wir Gegner vor uns haben. Das sind wieder diese... Wo sind wir jetzt hin? Diese Vögel, glaube ich. Hä? Okay, ist kein Vogel, es ist hier so ein Viech hier. Okay, dann werde ich mal gucken. Das erledige. So, wir müssen die Maske erstmal zurückbringen. Die haben wir nämlich geholt. Das ist geradeaus. Das heißt, wir müssen rechts rumlaufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob und wenn ja, wo alles neue Gegner sind. Nee, das ist gar nicht rechts. Moment. Das war da hinten, ne? Genau. Diese Feuer sind ja doch schon ziemlich lästig. Wollte ich das schon nehmen? Nee, konnte ich noch nicht nehmen. Okay. So. Achso, das kann ich vielleicht jetzt nehmen. Ja, perfekt. Dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir die Maske reintun. Schlüssel. Das sieht sehr gut aus. Muss ich nur noch überlegen. Ziel. Wo sind wir denn jetzt? Achso, Ziel ist gegenüber. Gegenüber, genau. Das war abgeschlossen. Allerdings ist es auch von der anderen Seite auch nochmal abgeschlossen. Ich denke mal, dass das dann von innen war. Komme ich hier nicht mehr raus? So. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt irgendwas getriggert ist hier. Irgendwas habe ich gerade gehört. Das hat sich gerade nicht gut angehört. Die Bilder sehen auch nicht gut aus hier. Kriege ich das denn da runter? Oder kann ich das... Moment, kann ich das runterwerfen vielleicht? Die Tür. Können wir theoretisch vorher mal eben aufmachen, oder? Oder kommen wir da gar nicht hin? Moment. Was war das? Da kommen wir gar nicht hin. Hä? Ja. Das ist ja geil. Oh, diese Geräusche. Ich sage, diese Geräusche machen mich mehr kürre als das ganze Spiel oder diese Gegner oder sonst irgendwas. Gut, mal abgesehen von Puppen. Bei Puppen drehe ich innerlich immer total am Rad. Und ich bin froh über jedes Horrorspiel, was diese blöden Puppen nicht zum Anlass nimmt. Ne? Ja! Sehr schön. Ja. Was? Was war das? Kannst mir vertrauen. Ja, ja.
no! Oh, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh mein Gott! Die Tür ist zu! Hallo? Wie komme ich denn da jetzt rüber? Ich muss das... Oh Gott. Versteck dich nicht. Also ich find's besser, wenn ich mich verstecke. Lass mich helfen. Nein, nein, ich kann das schon alles alleine. Danke. Oh. Ich hab dich lieb. Ja, ja, klar. Aber... Ich komme da doch gar nicht rum. Lass mich helfen. Ach du Scheiße. Hä, wo muss ich denn da jetzt rum? Oder muss ich ganz vorne links rein? Oh, die macht mich wahnsinnig gerade. Du kannst mir vertrauen. Ja, ja, kannst mich mal. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht rein. Doch, doch, das ist mir lieber. Hä? Bist du da? Nein, ich bin nicht da. Danke der Nachfrage. Ich verstehe nur nicht, wie ich da hinkommen soll. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Konnte man hier irgendwie reinkriechen, rauskriechen? Keine Ahnung. Vielleicht da vorne in der Ecke oder so? Lass mich helfen. Hä? Bist du da? Guck noch mal hier hinten. Versteck dich nicht. Aber das ist ja auch nichts. Du kannst mir vertrauen. Ja, 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 du kannst mich mal. Ich hab dich lieb. Bleibt mir keine andere Wahl, als da vorne nochmal nachzugucken und zu leuchten, glaube ich, oder? Bist du da? Lass mich helfen. Versteck dich nicht. Jetzt habe ich es verpasst, oder? Jetzt kommt sie wieder nach hier. Also, ich kann mir echt nur vorstellen, dass das irgendwo vorne sein müsste. Komm her. Du kannst mir vertrauen. Bist du da? Ich kann mir echt nur vorstellen, dass das irgendwo hier in der Ecke ist. Lauf! Ah doch, hier vorne. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wo muss ich hin? Oben links.
oben links? Ach so, ja klar. Kann die sich mal umdrehen, bitte? Ich hab dich lieb. Die bleibt jetzt nicht ernsthaft da stehen, oder? Versteck dich nicht. Moment. Du siehst meinen Rucksack nicht. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du kannst mir vertrauen. Ja, ja, du kannst mich mal. Ich weiß, ich hätte wahrscheinlich durchgehen können, aber ich warte lieber darauf, dass der Kopf sich nochmal dreht. Weil die so komisch, als ob sie mir jetzt hinterherkommt, ne? Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht auch noch eine rein. Gut, das Ding erstmal hier reinmachen. Hallo? Eigentlich sollte das jetzt aus sein. So, jetzt ist es auf jeden Fall aus. Dann schieben wir das erstmal hoch. So, jetzt ist die Frage. Wie kriegen wir das jetzt wieder rot? So anscheinend nicht. So aber. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich Puppen hasse? Dass ich sie hasse wie die Pest? Warum müsst ihr mir das nur unbedingt antun? So, Moment, da ist der Anfang, aber wo ist das Ende? Achso, unten rechts, oder? Moment, das heißt, der geht hier rein? Wie drehe ich denn jetzt nochmal? Achso, mit dem ersten. Ah, okay. Also mit dem oberen meine ich, nicht mit dem ersten. Das sieht gut aus. Und ja, perfekt. Oh. Die Frage ist nur, will ich das so? Ich bin mir nicht sicher. Sieht der Kunstbereich aber sonst nicht aus. Sieht wie ein Museum aus. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, hier ist irgendwas mit einem Auge. Ach, das war der... Was? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Olle. Ach, die ist unter mir. Oh, Alter. Mach mich hier doch nicht bekloppt. Die Vogeltür aufschließen. Ja, das ist doch die unten eigentlich. Oh oh. Ist doch schon wieder eine. Oder willst du mich verletzen? Komm her. Ich hab dich sogar. Du kannst mir vertrauen.
kann ich nicht. Aber ich höre einen Vogel. Kommt die hier durch? Anscheinend nicht. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Vogel. Achso, den hatte ich mit dem Licht, glaube ich, gemacht, ne? Oh, die machen mich wahnsinnig mit diesen ständigen Gebrabbel der Puppen, ne? So. Moment. Oh. Bedeutet das was? Weiß ich nicht, aber wir können das pro Kapitel machen. oh Gott. Ich dachte gerade schon. Warum quietscht das hier alles so? Da hinten ist auf jeden Fall was. Okay, warum stellt die sich gerade so hin, dass ich nichts mehr sehen kann? Boah, ich darf nicht nach links gucken. Was ist das? Was ist das für ein Mist? Ich darf mich nicht drehen. Hä? Perfekt, das brauche ich. LB. Okay, links oben ist Feuerlöscher. Okay. Warum darf ich mich jetzt wieder drehen und vorher durfte ich das nicht? Das irritiert mich hier total. Also, wir müssen rechtsrum weiter. Das Problem ist, da ist so eine blöde Querulantin-Tussi da. So eine Puppe. Oh Gott. Halte LT gedrückt zum Zielen. Achso, ja, dann das Normale quasi. Ich kann nicht zielen, weil ich nicht weiß, wohin die zielt. Aber ist okay. Okay. Da ist eine Tür, wo wir vermutlich nicht durchkommen, oder? Oder kommen wir da durch? Ich weiß es nicht. Da kommen wir nicht durch, okay. Na gut. Ach, da ist ein Auge. Habe ich mich jetzt erschrocken. Nein, du solltest eigentlich das hier machen. Aber danke, dass du einfach ins Feuer gelaufen bist. Elektrische Pfützen lassen sich einfrieren. Oh, okay. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, kurz vor dem, wo die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Du kannst mir vertrauen. Ich höre sie doch schon wieder, die Olle. Nee, ich will eigentlich eine Taschenlampe haben. Ach so, nee, ich muss das wahrscheinlich mit dem Feuerlöscher machen, wa? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will da nicht rum. Vor allen Dingen das Problem ist, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Moment, da hinten ist alles kaputt. Da hinten komme ich wieder zum Aufzug. Das heißt,
kann ja eigentlich nichts Neues machen. Ach so, doch. Beim Aufzug war, glaube ich, noch Feuer, ne? Da müsste ich dann hin. Nehme ich mal an. Bist du da? Komm her. Nein, ich bin nicht da. Lass mich da, so. Helfen. Feuerlöscher, um Monster einzufrieren. Okay. Versteck dich nicht. Oh Gott, aber wie lange ist sie dann eingefroren? Weil ich muss hinten das ja auch noch machen, ne? Komm her. Du kannst mir vertrauen. Aha. Oh, wo kann ich denn hier rein, Mann? Boah, ist das euer Ernst jetzt? Ich komme hier links ja gar nicht weiter, aber wenn die Olle mir die ganze Zeit hinterherläuft. Ich dachte, da könnte man runterkrabbeln. Ah. Musste ich die jetzt, den jetzt holen, damit ich jetzt wieder runter kann und dann unten die Feuer löschen kann, nehme ich mal an. Wo kann ich hier überhaupt wieder ran? Theoretisch ja. Oh Gott. Hallo? Da hinten. Ist das die, die so starr war? Ich glaube ja, ne? Okay. Die Vogeltür aufschließen. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Türe aufbekomme. Das ist eine riesige Statue, die einen goldenen Vogel... Ach so! Nee, Moment. Der ist ja oben gewesen. Wie komme ich denn da... da muss ich wieder nach oben. Der kleine Vogel passt wohl zur Haupttür, aber ich komme nicht ran. Ja, ja, ich bin so doof. Ich habe jetzt gedacht, ich soll nicht denken, ich weiß. Da hinten ist Feuer. Die Frage ist jetzt nur, muss ich da rüber? Ich dachte gerade, die kommt jetzt noch nach hier. Die Frage ist nur, muss ich da rüber gehen? Ach so, da ist so ein Feuerauge. Ah. Aber wie soll ich da rankommen?
Das ist eine gute Frage. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mal erstmal die Heilung hier vorne. So, hier komme ich gar nicht weiter. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall von der anderen Seite aus ran. Da weiß ich nicht, ob ich da rumschleichen kann. Ich befürchte nämlich eher, das gibt ein größeres Problem mit der. Warten wir mal eben ab. Also das probieren wir noch kurz in dieser Folge. Ansonsten sagt mir meine Zeit nämlich, dass wir so langsam aber sicher mal wieder einen Cut machen müssen. Versteck dich nicht. Du kannst mir vertrauen. Mhm. Kommt jetzt noch hier, oder? Komm her. Ja, die kommt jetzt noch hier. Lauf. Lass mich helfen. Ja, du siehst mich nicht. Okay. Das Problem ist, wir kommen auch nicht darüber. Das dachte ich mir schon. Oder ist da eine kleine Lücke? Bist du da? Nein, da ist keine kleine Lücke. Hm. Du kannst mir vertrauen. Ja, ja. Hau ab, du. Okay, da kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir kommen auch nicht dahin. Wir kämen vielleicht, das weiß ich nicht, über den unteren Stock dahin. Wenn wir da irgendwie hochklettern können oder so. Also müssten wir doch theoretisch runter. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist sie denn jetzt? Du kannst mir vertrauen. Warte. Oh, ich dachte, das schaffe ich jetzt noch kurz nach hier zu gehen. Ich weiß, da hinten ist was zum Blinken und Blitzen, aber... nicht so gut, was ich hier mache. Lauf. Wir gehen erst noch mal kurz hier hinter. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, wie lange sie braucht, bis sie mich dann sieht. Du kannst mir vertrauen. Aha. Nee. Okay, also ich denke, dass wir hier oben nicht weiterkommen, sondern dass wir tatsächlich irgendwie über unten weitermachen müssen. Deswegen gehe ich mal nach unten. So, wir sind jetzt da. Das heißt, ganz unten rechts wäre das dann. Das heißt, das wäre, da ist noch so ein Stein. Da ist noch so ein Stein? Habe ich den nicht mitgenommen? Also theoretischerweise müssten wir, da ist ein Feuer, gut, das können wir ja löschen, dann kämen wir da weiter. Aber theoretischerweise müssten wir, ach ja, wir können das ja jetzt einfrieren. Dann können wir auch durch das Büro durch. Wenn da jetzt keine,
keine Puppe drin ist. Hier können wir theoretisch auch durch. Ich weiß aber nicht, ob die mich dann sieht. Aber die steht nur da, ne? Sollst du auch nicht. Das wird nützlich sein. So. Und jetzt nochmal einfrieren, bitte. Okay, perfekt. So. Wie gesagt, viel möchte ich nicht mehr machen, weil sonst die Folge zu lange wird. Aber ich hoffe, dass da jetzt nichts kommt. Das Problem ist, ich weiß nicht, wenn die den Kopf dreht, komme ich da vorbei. Anscheinend ja. Okay, da kommen wir auch so vorbei. Ins Büro wollte ich. Sagen. Sag mir bitte, dass die jetzt nicht hier auch noch drin ist. Okay. Toll. Ach, dann haben wir zumindest schon mal den Stein. Auch wenn wir jetzt dann immer noch nicht ans andere rangekommen sind. Dann würde ich aber mal glatt sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich hoffe, dass der das jetzt so gespeichert hat, dass ich den Stein genommen habe und mich da nicht wieder zurücksetze, weil das ist immer so ein bisschen blöd mit den Speicherpunkten. Dass wir das nutzen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge tatsächlich nochmal gucken, wie wir jetzt genau da rankommen. Also wir müssen auf jeden Fall oben dieses Auge einfrieren, so viel ist klar. Die Frage ist nur, schaffen wir das von oben? Sieht sie uns dabei? Können wir das vielleicht sogar über dieses Gitter drüber machen? Weil ich denke, von hier unten werden wir wahrscheinlich nicht hoch können. Aber das können wir auch noch mal gucken, ob wir da eventuell, bevor wir jetzt wieder nach oben gehen, ob wir da eventuell auch noch mal nach oben sind. Also das wären so die letzten zwei Sachen, die ich jetzt noch im Kopf hätte. Eventuell da, wo wir hochgeklettert sind in diesen Raum, dass wir, also wo diese drei Ventile waren, dass wir da vielleicht nochmal gucken, ob wir da irgendwie anders, ne, in den zweiten Stock kommen. Ja, oder wir müssen es vielleicht nochmal versuchen, ob wir das über das Gelände drüber anvisieren können, dass das Auge vielleicht kaputt geht und das nach unten auf den Boden fällt. Das wäre jetzt auch noch so eine Überlegung von mir. Aber wie gesagt, das machen wir dann alles in Ruhe in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.